Let's play Tom Clancy's Rainbow Six Vegas Teil 2, Teil 6 sind wir mittlerweile und damit herzlich willkommen zurück hier auf Slendytube. Ich würde sagen, wir zocken gleich mal weiter. Ja, genau. Als wir das letzte Mal gespielt haben, durften wir am Ende der Folge mit anhören, wie unser verdeckter Ermittlerfreund, Neville hieß er, glaube ich, aufs Schönste gefoltert wurde. Und jetzt sollen wir zu einem Lagerhaus vorstoßen, das steht, ja. Wir sollen das Lager finden von diesen Sprengstofffreunden. Wenn ich mich recht erinnere, sind da welche rumgelaufen. Oh, ja, da. Alter, Bewegung! die zwei halten verdammt viel aus. Wenn ich solche Schüsse abkriegen würde, wäre ich schon längst tot. Schaffe ich es bis darüber zu rennen? Ah, da ist er ja schon. Muss ich gar nicht. Ich setze mal die Karte ein, dann sehen wir, ob noch einer in der Nähe ist. Nicht wirklich. Das sieht gut aus. Es gibt hier mehrere Abseilpunkte, wie man sieht. Oh, da hinten scheint irgendwo ein Scharfschütze zu sein. Nein, das ist kein Scharfschütze, der schießt viel zu präzise. Ah, da! Oh, hat mich gesehen. Glück gehabt. Sagen wir, schicken unser Team mal. Nein, nicht hier hin. Zu mir! Da ist nur ein Abseilpunkt. Alter, wie viele sind das denn da unten, um Gottes Willen? Also, wir schicken unser Team doch dahin. Beeilung! Nein, ein Seil. Seil auswerfen! Dann geben die mir, können die mich vielleicht die Leute ein bisschen beschäftigen. Könnte ich die mit dem Scharfschützengewehr unter und gäbe genau den da. Oh, scheiße, der ist schnell geschossen. Ja, gut. Kann man machen. Muss man nicht, wunderbar. Ich liebe es, wenn die Folge so losgeht. Jetzt dürfen wir uns das nochmal mit anhören. Miguel, er hat Verstärkung. Sie sind auf den Dächern. Was machst Boah, das du müssen wir hier? Uns jetzt echt nicht nochmal anhören. Geh da raus. Nimm jeden, den du brauchst. Ist der Penner. Ich glaube, der müsste jetzt da irgendwo rumlaufen. Das habe ich nur in Erinnerung. Du bist ja verkabelt. Nein, wir benutzen das nicht. Was soll das? Du wartest Für diejenigen, die das jetzt gerne hören wollen, guckt die Folge da vorne, also Folge 5. Übernimm das hier. Da wird es genau erläutert und da ist unser Freund. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Ich treffe die einfachsten Ziele nicht. Halt mal! Ich werde im Hintergrund die süßen Schreie hören. Lawrence will, dass ihr zum Lagerhaus der Cabreros vorstoßt. Die sind jetzt. Hallo, geht ihr mal an das Seil? Alter, die hören auch so gar nicht auf mich. Los, los, los! Alles klar. Ihr könnt doch da drüber klettern. Au. Ein Seil! Und dann ein Seil, bitte. Gib mir Deckung. Wo sind denn die Alter? Nein. Alter. Die gehen halt trotzdem immer noch die ganze Zeit auf mich. Das hört sich ganz und gar nicht gut an. Sagen, ich kletter hier mal runter. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich abgeballert werde. Ist da irgendwo einer? Oh! Michael wurde getötet. Das ist schon mal gar nicht gut. Scheiße, warum wurde der jetzt getötet? Oh. Gott, jetzt müssen wir es nochmal anhören. Ich glaube, ich drehe durch. Alter, die Folge ist ja schon mal ganz bescheuert. So, jetzt machen wir das Ganze einfach ein bisschen schneller. Zack. Zack. Du bist ja verkabelt. Nein, wir benutzen das nicht. Was soll das? Du wagst es mir ins Gesicht zu lügen? Neben. Übernimm das hier. Ich muss jetzt los. Findet heraus, was ihr könnt. Bring mir ein Messer, was? Nein. 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 Scheiße.
Fresse! Sharon, stell den Ton ab! Das müssen wir uns nicht anhören! Doch, müssen wir uns schon zum dritten Mal jetzt. Mann, Lawrence will, dass ihr zum Lagerhaus der Cabreros vorstoßt. Sei benutzen! So, das müssen wir jetzt nochmal probieren. Also, das ist mir jetzt auch noch nicht oft passiert, dass der gestorben ist, weil es stand ja nicht mal dran, dass er am Boden ist. So, es geht hier direkt runter. Ich glaube, der Fehler war, dass wir den vorher da ewig hängen haben lassen und da wird er natürlich dann locker mal abgeballert. Ich höre keine Schüsse, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Umgebung checken. Wow. Gegner ruhig gestellt, so eine nette Formulierung. Ist da noch wer her? Saw you. Noch einer? Will noch einer? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Jetzt hab ich dich, du Sau. Da beleidigt mich jemand. Das vermute ich mal. Ist jetzt keiner meiner Teammitglieder. Ah, da drüben. Scheiße, der steht aber auch. Alter, da drüben. Scheiße. Einen habe ich, der andere ist da. Auch. So, war's das jetzt? Kommt her! Ups, jetzt war das nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorlaufen. Wenn wir jetzt gleich wieder sterben. Wahahahahohohoho. Das war auch gerade ganz hervorragend, was ich da gemacht habe. Das ist der Reflex eines wahren Squad-Mitglieds. Wenn ein Gegner vor ihm auftaucht, wegrennen. Da drüben noch einen. Wo ist der? Na da. Meisterschützen Level 4 beendet. Wow. Unfassbar. Oh, da ist ja nochmal einer. Position halten. Nein, nicht Position halten. Ihr sollt mitkommen. Beeilung! Geht mal davor. Eieiei. Ich will jetzt auf keinen Fall sterben, weil wenn wir jetzt sterben, dann schmeißt der da durch die Gegend. Müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Erst wenn wir in den nächsten Checkpoint kommen. Ist mal vorbei. Noch einer. So, immer nach da vorne. Müssen wir hin? Ah, wir müssen da hoch. Bleibt hier! Mein Okay, hier ist nichts. Kommen die Tür rein? Nein, hab mich auch gewundert. Na klasse. Oh, ich liebe es, mich wo abzuseilen, wo man absolut nicht hinsieht. Auf dem Weg. Okay, das geht ja. Checkpoint erreicht, na endlich. Haben wir doch schon immer etwas erreicht. Eindringen in dieser Folge. Vorbereiten. Aufstellung. In Position. Oh, großes Dach und es fällt mir schwer zu glauben, dass hier nirgends einer ist. Nein, es scheint aber echt, dass hier keiner ist. Da oben, das ist halt der perfekte Scharfschützenplatz, verdammt nochmal. Zurück zu mir! Was? Feindgesichtet wo? Ist das ein Feind? Ich glaube nicht.
Nein, aber die gehört einem Feind. Kann ich es wagen, von der aus zu schießen? Hahaha, ich hab den getötet. Er scheint sehr empfindlich zu sein in seiner Hand. Ah ja. Wo ist das Fenster? Ah, da war's. Nochmal. Da warst du ja. So. War da noch einer? Wir hätten vielleicht clevererweise zuerst. Uiuiui. Kann ich hier noch einen Deckel wählen? Der denn hin? Ach, da ist er wieder. So, jetzt treffe ich die Gegner wenigstens mal. Okay, so schnell. Verstanden. Ich informiere Lawrence und melde mich wieder. Ah, der da saß, war dieser Neville. Wie schön. Bishop, das Ziel bleibt unverändert. Das Ziel bleibt unverändert. Und was war unser Ziel? Ach, dieses Lager zu finden und nicht und eben nicht diesen Typ zu finden, zu retten. Wahrscheinlich. Soviel zum Thema, der lebt noch. Das war der doch da hinten, oder? Der Weiße, der liegt, das ist doch unser Kollege. Kommen wir da rein? Ah. Ja, da. Super. Gut, also wir müssen da runter. Seil auswerfen! Herkommen! Nein, 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 nicht herkommen, ihr sollt rein. Ein Seil! Runtersteigen! Warum haben die ja ihre Schalldämpfer noch auf? Das funktioniert auch nicht immer, dass Scheiße. Diese... Scheiße! Sharon Neville ist tot! Okay, ihr habt Six Freigabe zum Lagerhaus vorzurücken. Okay, jetzt haben sie es auch gemerkt. Super. Checkpoint erreicht. Ja, jetzt läuft's. Aufreihen! Aufstellung! Oh je, Mine! In Position! Schaltet ihn zuerst aus! Eins. Er hat zweite Priorität. Zwei, da hinten läuft noch irgendwo einer. Oh Gott, das ist so ein Casino. Das ist. Oh, das sind die ätzendsten Karten. Da muss er etwa sein. Öffnen und säubern! Roger. Du kommst mit mir! Hui, 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 nicht schon wieder sterben. Oh, wir wurden befördert. War's das? Oh, nicht wirklich. Da muss einer sein, direkt da. Direkt hinter der. Hui, da ist einer. Scheiße, ist die Karte weg. Ah, da ist einer. Zu mir. Zieht auf den Anführer! Ja, wo ist er noch? Tötet sie! Tötet sie ja. Alle! Angus gesichtet! Hier geht es mal dahin. Bewegung! Ich komm von hinten. Rücke vor! Er ist tot! Tötet sie! Angus gesichtet! So was ich hier mache! Vielleicht soll ich doch mal Handgranaten mitnehmen. Los, los, los! Jetzt da kommen. Machen die ihn fertig. Oder ich. Wird es noch einer? Fuck, wo?
bisschen spielen. Okay, ich glaube, der Raum ist sauber. Herkommen! Müssen wir weiter lang? Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Okay, das hört sich jetzt nach einem weiteren Raum mit vielen, vielen Tangos an. Wenn es euch interessiert, wie es mir in diesem Raum ergeht, dann guckt doch in die nächste Folge wieder von Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Ich freue mich immer noch sehr über jegliche Art von Kommentaren, Tipps oder natürlich auch Vorschläge für andere Spiele, die wir zocken können. Es gibt ja jetzt mittlerweile ein Let's Play Slender von mir. Könnt ihr einfach mal gucken, wenn es euch interessiert. Für dieses Mal sage ich Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.